Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll the dice, watch me break 'em. Na los! 1971 war Harlem der Mittelpunkt afroamerikanischer Kultur. So wie heute Atlanta. Hip-Hop ist Hip-Hop. Es fing mit Breakdance an, heute macht niemand mehr Breakdance. Es wurde gescratcht, gemixt, macht auch keiner mehr. Man muss sich weiterentwickeln. Der Musikstil nennt sich Trap. Er ist cool und lässig. Richtig Swag, klar? Einfach alle sind in Atlanta. Das Mekka der Musik. Wenn es um Style und kulturellen Einfluss geht, kommt man an Atlanta gerade nicht vorbei. Der neue Schmelztiegel, eindeutig. Eine neue aufstrebende Szene. Es steht für Selfmade. Bei Superfly geht's ums Aussehen, Fashion, Frauen und Autos. Ist alles Teil des Styles. Und der ist Superfly. Hoffentlich erschaffen wir auf diese Weise eine neue Generation Pimps. Ich war 11 bei meinem ersten Job. Seitdem arbeite ich jeden Tag. Ich habe ein Ding nach dem anderen gedreht, habe gespart, dazugelernt. Ich habe Menschen Jobs gegeben, als es keine Jobs gab. Die ersten Deals liefen bei mir im Wohnzimmer, dann im Keller einer Kirche, dann in einer alten Garage. Mittlerweile mache ich in der ganzen Stadt Geschäfte. So läuft doch der amerikanische Traum. Geld zu verdienen ist easy. Es zu behalten ist schwer. Macht kann eine Kugel niemals aufhalten. Kein Auto kann dem Schicksal davonfahren. Aber spielst du nach deinen eigenen Regeln und gewinnst, ist das Superfly. Wir drehen jetzt eine Runde.